Lassen wir uns noch einmal Frontstadtgeruch um die Nase wehen. Die alte S-Bahn, die allgegenwärtige Mauer und direkt an der Grenze zum Osten der Springer-Konzern, dies Medienbollwerk gegen die Teilung. Der Verleger, ein Cäsar im Kalten Krieg, für die DDR erklärter Staatsfeind und Zielobjekt der Stasi. Das ist eine jahrelange engste Bespitzelung des zentralen Geschehens im Springer Verlag gewesen. Wir sind immer davon ausgegangen, dass es im Hause Leute gibt, die von der anderen Seite gekauft wurden. Wir haben natürlich nicht angenommen, dass die Staatssicherheit bis in das Verlegerbüro vorgedrungen ist. Sie ist es aber. Für immer vergessen geglaubte Akten zeigen nun, Mielkes Getreue waren über jeden Schritt des Berliner Zeitungsherrschers im Bild. Der Herr auf dem Weg zum Paternoster war, nicht ganz ohne Grund, verdächtig. Axel Springer stand für geballte Pressemacht und er hat sie genutzt. Der Slogan Bild macht Meinung zeigte schon im Kalten Krieg Wirkung und offenbarte das journalistische Selbstverständnis des Konzerns, über dessen Kurs hier oben im 19. Stock entschieden wurde. Im Verlegerbüro mit Blick auf den eingemauerten Ostteil der Stadt. Ob in der Welt, in Bild, BZ oder Berliner Morgenpost, der SED-Staat wurde an den Pranger gestellt. Als verhasstes Phantom, das jeder Schreiber in Gänsefüßchen zu setzen hatte, die sogenannte DDR. Das war Kampfansage. Zwar gab es Springers Blätter an keinem ostdeutschen Kiosk zu kaufen, aber eine Gefahr für den Sozialismus war dieser Mann eben doch. Springer war irgendwie der Hauptfeind für die DDR. Die wollten das, sie haben sich da bedroht gefühlt und wollten wissen, was dieser Feind, dieser übermächtige Gegner, was der so plant, was der für Absichten hat. Und so setzte sich der Koloss der DDR-Staatssicherheit in Bewegung. Der Minister, Erich Mielke persönlich, ließ sich die Überwachung der wichtigsten operativen Maßnahmen gegen den Verleger nicht nehmen. Springer war Chefsache. Die Stasi überdauert haben zigtausende Seiten von oft absurden Berichten. Viele Verfasser, wie etwa der Journalist und langjährige Stasi-Spion Walter Bartel, wir werden von ihm hören, sind tot. Andere, die leben, versuchen ihre Rolle klein zu spielen. Und mehr noch, die Nennung ihres Klarnamens mit Justitias Hilfe zu verhindern. Auch der Mann, der als IMV der Stasi aus Springers Morgenpost berichtete, erwirkte eine Verfügung, die uns zwingt, diesen Film zu verändern. Das hat Methode, sagt der Historiker Jochen Staat. Das ist kein Einzelfall. Wir haben leider in Berlin und Hamburg Kammern, die persönlichkeitsrechtliche Belange zu entscheiden haben. Und die betätigen sich inzwischen als persönlichkeitsrechtliche Engelmacher und geben fast in allen Fällen ehemaligen Kooperationspartnern des Ministeriums für Staatssicherheit Recht, dass ihre Namen anonym bleiben sollen. IMV war nicht der Einzige, der den Kadi rief, um diesen Film zu verhindern. Dabei galt der Mann, wir werden noch von ihm erzählen, als eher kleine Nummer bei der Stasi. Aber es gibt eben auch richtig großen Spionagestoff. Den Fall der Vorstandssekretärin Rosi, die uns verbietet, ihr Gesicht zu zeigen. Ihre Geschichte mit I.M. Gerd aber werden wir dennoch erzählen. Sie kannten einander schon als Twins in der DDR. Doch Rosi und der schöne Gerd, der eigentlich Horst heißt, verloren sich aus den Augen, als die gelernte Handelskauffrau ihren Horst Horst sein ließ und kurz vor dem Mauerbau Republikflucht beging. Da war sie 22. Schon bald fand sie eine Anstellung im Springer Verlag. Auf einem Betriebsfest verbandelt sich Rosi, diese Details sind wichtig, mit einem Vorstandsmitglied des Konzerns. Der Mann freilich ist verheiratet und wird dies auch bis zum Tod seiner Frau bleiben, verschafft der Geliebten aber einen Job in der Chefetage als Sekretärin. Jahre vergehen. Eines Tages erfährt der DDR-Geheimdienst von all dem. Die Frau in unmittelbarer Nähe Springers scheint die ideale Quelle.
E.M. Gerd, seit 1965 Mielke zu Diensten, wird instruiert, den Kontakt zu Rosi wieder aufzunehmen. Der Mann, der bei seiner Verpflichtung erklärt hatte, er sei, wenn es ums Vaterland ginge, bereit bis zum Äußersten zu gehen, erfüllt, so die Akten, seine Mission verlässlich. Das ist eine ganz typische Romeo-Geschichte, wie das im Geheimdienstjargon hieß. Das heißt, diese junge Dame, die in den Westen geflüchtet war, kurz nach dem Mauerbau, versuchte da Fuß zu fassen. Und es war ihr nicht so ganz leicht gefallen. Und da tauchte jemand aus dem Osten auf, den sie schon kannte, mit dem sie auch schon eine Beziehung hatte, ihr ehemaliger Chef. Und sie hat gerne mit ihm geredet und dann entwickelte sich da eine Beziehung, die ja immerhin so an die 30 Jahre lang hielt. Wir hätten Frau Rosi, wir haben ihren Namen auf Drängen ihres Anwalts geändert, gern selber gesprochen. Sie residiert in einer noblen Villa im Norddeutschen, dem Erbe des verstorbenen Springer-Vorstands, den sie am Ende doch noch bekommen hat. Prächtigen Garten, Swimmingpool und Dienstbotenhaus inklusive. Wir klingeln und warten. Schließlich naht die heute 70-jährige Frau, die eine Zeitzeugin ist. Warum hat sie über Jahre der Stasi, dem Geheimdienst des Landes, aus dem sie einst geflohen war, haarklein aus dem Büro des wohl mächtigsten deutschen Verlegers berichtet? Sogar Angaben zu der bisweilen angegriffenen Gesundheit Axel Springers hat sie gemacht. Wir haben über Wochen versucht, sie zu erreichen. Tillmann Jens, WDR. Sind Sie Frau? Ja, grüß Sie. Wir machen eine Dokumentation über Axel Springer und sind auf Ihren Namen gestoßen. Ich habe probiert, Sie anzurufen, mehrfach, bin nicht durchgekommen. Sie hätte erzählen können, wie es sich angefühlt hat, in die Fänge der Stasi zu geraten, über Nacht erpressbar zu werden. Sie hätte posthum zumindest Aufklärung leisten können. Doch die einstige Sekretärin Rosi zog es vor, einen Anwalt zu rufen, der verhindern möge, dass die Geschichte eines, mit Verlaub recht infamen Verrats, publik werde. Vergebliche Mühe. Folgen wir also der Frau, die als Quelle I.M. Grunewald für Mielke sprudelte. Ein einstiger Vorgesetzter im Springer-Konzern erinnert sich, der 96-jährige Ernst Kramer. Eine sehr zuverlässige Sekretärin, sehr entgegenkommen, sehr freundlich. Ich habe eigentlich ein persönliches, freundschaftliches Verhältnis mit allen Mitarbeiterinnen im Verlegerbüro. Und da ist die Frau keine Ausnahme, im Gegenteil. Sie war eine der freundlichsten, eine der nettesten. Eine verlässliche Kraft, auch für die Stasi. Die wurde prompt informiert, wenn der Verleger sich kurze Drähte nutzend bei Franz Josef Strauß über eine unbotmäßige WDR-Produktion beklagte oder einen persönlichen Brief an den Dissidenten Solzhenitsyn schrieb. Augenblicklich durchgereicht wurde ebenso die Post an Kanzler Schmidt. Das Ausmaß des Verrats verblüfft selbst das ausgebuffte Forscherteam, das in jahrelanger Arbeit die Bespitzelung des Springer-Konzerns und auch die heiße Geschichte mit Gerd rekonstruiert hat. Sie hat die Tageskopien aus dem Springer-Konzern, die Tageskopien mitgenommen und ihm ausgehändigt. Und er wiederum hat sie der Stasi ausgehändigt. Also es war eine klassische Vertrauensbeziehung, eine Romeo-Beziehung, könnte man auch sagen, unter diesen beiden. Und der Mann konnte von ihr faktisch bekommen, was er wollte. Die Stasi frohlockte. Bis zu 20 Mal pro Jahr hat Sekretärin Rosi ihren Agenten bestückt, dem sie auch ein Adressbuch des Verlegers überreichte, angeblich um eine wissenschaftliche Arbeit ihres Freundes zu stützen. Springer und sein Vertrauter Kramer ahnten nichts. Zuerst habe ich es nicht geglaubt. Oder konnte ich es nicht glauben, nicht? Ich habe es dann natürlich geglaubt, weil ich die Beweise gesehen habe, nicht? Aber im Rückschau, also wenn Sie mich fragen, wir hätten natürlich das Büro vielleicht anders führen müssen. Aber innerhalb des Büros hat jeder Zugang zu allem gehabt. Und es war natürlich
relativ leicht für jemand, der für die andere Seite arbeitet, auf der anderen Seite zuzuarbeiten. Doch der Kampf gegen die heimlichen Verführer im Kalten Krieg verlangt nach Spähern und Spitzeln. Auf den Springer-Konzern war eine Hundertschaft von Ostspionen angesetzt. Dabei waren besonders die einflussreichen Berliner Lokalzeitungen von Bedeutung, die Springer als Sprachrohr der Frontstadt, als Fanal gegen die Teilung nutzte. Bei der Morgenpost etwa arbeitete als junger Journalist... Stopp! Das Berliner Landgericht untersagt uns, den bürgerlichen Namen von IMV weiterhin zu nennen. Seine Stasi-Dienste bei der Morgenpost aber, die sind aktenkundig. Was genau weiß man über IMV? Das Ministerium für Staatssicherheit hatte einen IMV, der zeitweise in der Morgenpost gearbeitet hat und später bei dem Berliner Senat als Pressesprecher in einer Senatsverwaltung. Und von diesem IMV liegen eine Reihe von Berichten registriert in der elektronischen Datenbank der Hauptverwaltung Aufklärung. Die sind immer kongruent zum Berufsweg, auch den er genommen hat, dort gesammelt. Und wir haben Beobachtungsberichte des MFS verschiedener Art, die beschreiben, wie IMV konspirative Wohnungen in Ost-Berlin aufsucht. Halten Sie es denn für sehr wahrscheinlich, dass IMV nur abgeschöpft wurde, also ohne sein Wissen Auskunft gegeben hat, nicht wusste, mit wem was da zu tun? Wenn man sich den Vorgang dieses Aufsuchens einer konspirativen Wohnung anschaut, dann trifft sich IMV mit einem Führungsoffizier. Sie fahren eine halbe Stunde durch Berlin, suchen eine konspirative Wohnung auf, die sie nach einer halben Stunde wieder verlassen, fahren wieder eine halbe Stunde durch die Stadt zum Treffpunkt. IMV steigt aus dem Auto des Führungsoffiziers aus und begibt sich zu seinem Wagen. Wenn man abgeschöpft wird, muss man solche Manöver nicht durchführen. Ob Auflagenhöhe oder Redaktionsstatut, die Stasi hielt jedes Detail für bedeutsam. Es galt den Feind, der seine Blätter effektvoll gegen den SED-Staat zu platzieren verstand, haarklein zu sezieren. Die eine Seite führte Krieg. Wir wollten keinen Krieg, sondern wir wollten die Wiedervereinigung Deutschlands. Und da kann ich nur sagen, war Axel Springer der Einzige weit und breit, der gehandelt hat, der nach Berlin gegangen ist und hinterher Recht bekommen hat. Alle diese klugen Leute, die also da sagen, das ist für ewig und Wiedervereinigung, das ist alles Quatsch und nach Berlin soll man nicht gehen, sind die alle eines Besseren belehrt worden durch die Tatsachen. So sprechen Sieger der Geschichte. So aber sprach in den 60er Jahren auch schon Axel Cäsar Springer, als er der DDR stolz und weithin sichtbar sein neues Verlagshaus direkt an die Mauer setzte. Hier wird in anderthalb bis zwei Jahren eins der größten Druck- und Verlagshäuser des Kontinents stehen. Nach zwei Jahren wird hier eben ein Komplex, der 66 Millionen Mark darstellt, geschaffen sein. Er sei ein sentimentaler deutscher Träumer gewesen, hat ein Biograf einmal gesagt. Eben das machte Springer für die Gegenseite so unberechenbar, so gefährlich. Der entscheidende Angriffspunkt für die Staatssicherheit und der Grund auch, warum sie Springer in der Weise ins Visier nahm, war sein Engagement für Berlin nach dem Mauerbau. Dass er nach Berlin gekommen ist, dass er das Hochhaus gebaut hat mit großen politischen Begleitmusiken. Der Bundespräsident war da, der regierende Bürgermeister, wichtige Minister waren da. Also er hat Berlin stark gemacht. Und die DDR wollte Berlin kassieren. Berlin sollte freie Stadt werden, vom Bund gelöst werden. Das ist sozusagen der zentrale politische Störfaktor, dass diese Medienmacht sich in Berlin konzentriert und tatsächlich auch ein Ausdrucksorgan der Berliner Bevölkerung wurde. Den wohl abstrusesten Kraftakt gegen den verhassten Zeitungszar unternahm ab 1967 das DDR-Fernsehen. Einen monumentalen Fünfteiler, unvorstellbare 600 Sendeminuten mit gewaltigem Aufwand in Szene gesetzt. Der Großverleger als Knallcharge. Es lebe das neue Abendblatt, es lebe die Pressefreiheit. Er
Er tritt auf als Strippenzieher vor dem Herrn, der gar um Herbert Wehner buhlt, am Urinal, wo denn auch sonst. Herr Wehner, darf ich Ihnen als SPD-Abgeordneten und Chefredakteur des Hamburger Echo versichern, dass ich Ihrer Partei, auch wenn ich in winzigen Details anderer Meinung bin, ehrlich am nächsten stehe? Ich werde Sie unauffällig unterstützen, sowohl Ihre Partei als auch Sie. Ich bin fast Sozialdemokrat. Die meisten Akteure des Propagandaschinkens in Schwarz-Weiß sind lang schon verstorben. Einen der beiden Drehbuchautoren aber haben wir gefunden. Harry Czepuk, einst stellvertretender Chefredakteur des Neuen Deutschland. Später Vorsitzender des Journalistenverbands der DDR. Ein bewährter Haudegen, eine Idealbesetzung für die Schlacht gegen Springer. Über Jahre hat er Quellenstudium betrieben. Dieser Mann strebt nach Macht. Und das hat mich einfach interessiert. Wie ist ein journalistisches Unternehmen in der Lage, um die Macht zu spielen? Und das war bei Springer ja ausgeprägt. Er fühlte sich als Machtmensch, und zwar mit dem Mittel der Medien. Wir erleben eine Sternstunde des Fernsehens. Der Sender Adlershof als Hort des unabhängigen Journalismus. Kampf der Propaganda, solange sie von Springer kommt. Von Stund an verbreiten die Presseblüten Axel Cäsars durchdringender als je zuvor Frontstadtgeruch in West-Berlin. Die Grenze muss weg. Die Bildschlagzeile war doch gar nicht übel. Den Filmschaffenden diente sie freilich, um Springer als kalten Krieger zu zeichnen. Erst recht bei der Grundsteinlegung zum neuen Verlagshaus. Einigkeit und Recht und Freiheit mit auf den Weg. Großes Fernsehtheater. Goldkehlchen sangen. Sogar ein Willy Brandt-Imitator kam zum Einsatz. Bald zu sein im Fleisch der Zone in jenem jetzt schon gescheiterten Gebilde kommunistischen Irrwahns. Die Hoffnung unserer Brüder und Schwestern erhält von hier aus und ab heute ein neues Symbol. Es trägt den Namen A.C. Springer. Allein die Wirklichkeit war noch weit schöner. Als das gute Stück 1966 eingeweiht wurde, gratulierte, man staune, selbst Günter Grass dem Herold an der Front. Das Springerhaus war ein Stück West-Berlin. Dass das natürlich den Freunden in Ost-Berlin aufs Höchste missfallen würde, war evident. Ab 1961, 62 beginnen also schon die Propagandaapparate, sprich eben Zeitungen und gegen Springer zu schießen und umgekehrt. Springer setzt die Bild-Zeitung ganz bewusst ein, um im Bundesgebiet nun jeden Ansatz von Bereitschaft in der Berlin-Frage nachgiebig zu sein, zu unterbinden. Kranzniederlegung an der Mauer. Hier war wieder einmal ein Mensch sinnlos gestorben. Und Springer trauerte öffentlich und mit ihm seine Zeitung. Wie haben die Mächtigen in Ost-Berlin gerade Bild gehasst? Und wie gern hätten sie ein ähnlich wirkungsvolles Propaganda-Instrument für die eigenen Zwecke gehabt? Sie haben es sogar versucht. Die neue Bild-Zeitung, seit 1959 wöchentlich vom Nationalrat der Nationalen Front in kleiner Auflage verbreitet. Die Unternehmung blieb folgenlos. Die Mädels von Seite 1 zu bieder, die Schlagzeilen zu platt und frei von jedem Witz. Schnell war der Traum einer Bild-Zeitung im Dienste des Sozialismus zerronnen. Aber es gab ja noch den Fernsehspringer, dessen Eskapaden sich von Folge zu Folge steigerten. Cäsar Ost soff wie ein Loch, was verdiente Konsequenzen hatte für die Manneskraft. Verstand sein, soweit das geht. Also du bist vielleicht komisch. Lädst dir ein Mädchen ein und dann bist du müde. Macht nix. Im schwülen Fernsehepos galt die eigentliche Passion des Verlegers ohnehin dem eigenen Geschlecht.
Das war zwar frei erfunden, passte aber irgendwie zum Plot. Schaut her, das Ferkel. Schwul ist er auch noch. Ein Friedhof unweit von Chemnitz. Hier ruht ein Mann, dessen Aufgabe es war, auf ganz andere Weise gegen den DDR-Verächter Springer mobil zu machen. Der Journalist Walter Bartel, der Spion, der für die Stasi im Zentrum der Studentenrevolte unterwegs war. Ein Abenteurer im Kalten Krieg, einst Volkspolizist. Gleich nach dem Mauerfall ist er hoch zu Ross in die alte Heimat zurückgekehrt. Zu Zeiten der Studentenrevolte indes war Bartel nicht stolzer Reiter, sondern ein trojanisches Pferd. Vollgepackt mit Desinformationen, etwa über eine vermeintlich braune Vergangenheit des Bildverlegers, sollte er das Extrablatt, später Extradienst, das Sprachrohr der studentischen Linken im Sinne der Stasi lenken. Er war es, der die Forderung "enteignet Springer", ein Ulbricht-Wort von 1966, in einem Kommentar erstmalig aufbrachte. Sie sollte bald Losung der rebellierenden Studenten werden. Ein einstiger Mitarbeiter des Blatts, das mit bescheidenen Mitteln die Medienmacht Springers brechen wollte, erinnert sich, wie Bartel und einige Freunde der Ulbricht-SED zur Redaktion stießen. Uns haben in dem Extradienst sehr regelmäßig Journalisten aus Ostberlin besucht, die sich als Mitglieder des Journalistenverbandes auswiesen, was sie auch waren, in der Westabteilung tätig, die sich für unsere Arbeit interessiert haben und uns auch gelegentlich Material zugespielt haben, unter anderem in der Springer-Angelegenheit, und die auf eine ziemlich durchsichtige Weise auch uns auszufragen versuchten über die Informationen, die wir aus der Berliner Politik hatten, uns auch gelegentlich versuchten, kleine Tipps zu geben, was in der CDU vor sich ginge oder in der SPD vor sich ginge, sodass man schon annehmen konnte, dass diese Leute an dritter Stelle bei der Stasi vorzusingen hatten. Das war relativ klar und darauf konnte man sich auch einrichten. Auch Bartels Chefredakteur Gugu Moos hatte sich für den DDR-Geheimdienst verpflichtet. Die Stasi war zwar nicht Urheber der Anti-Springer-Kampagne der 68er, aber sie wollte doch die Wut der Studenten gegen die Monopolstellung Springers auf dem Berliner Zeitungsmarkt für eigene Interessen nutzen und darum emsig weitere Spitzel in den Westen schicken. Die Schützenhilfe aus Ost-Berlin war den Rebellen, die gegen den Muff in der Bundesrepublik Sturm liefen, durchaus willkommen. Natürlich haben wir nützliche Informationen, wie zum Beispiel in der Springer-Angelegenheit, auch gerne entgegengenommen. Sie müssen sich das doch so vorstellen, dass wir als junge Leute eine so nachhaltige Auseinandersetzung mit der politischen Kultur der Bundesrepublik hatten, dass wir uns hier auch nicht richtig zu Hause gefühlt haben und dass nach dem Prinzip der Gegner meines Gegners ist möglicherweise mein Freund, zumindest die Ohren offen gehalten haben zu diesen Leuten. Juni 1967, der Schah-Besuch in Berlin. Die Tage, die das politische Klima in der Bundesrepublik jäh veränderten. Auch Springers Blätter hießen den Folterdiktator aus Teheran herzlich willkommen und setzten die protestierenden Studenten mit SA-Mördern gleich. Bild und Co., selbst nicht gerade zimperlich, stilisierten sich als Hüter der bestehenden Ordnung. Die Fronten waren unversöhnlich gesteckt. Der DDR-Geheimdienst war beglückt über die Konfrontation. Aus dieser Stimmung galt es, Kapital zu schlagen, die Wut der Studenten anzuheizen, für die Springers Blätter der Inbegriff einer reaktionären und verlogenen Gesellschaft waren. Enteignet Springer. Wir haben sie natürlich als ziemlich rechtsradikal empfunden, was sich sowohl festmachte auf der einen Seite, wie sie Recht und Ordnung verteidigte, wie sie gegen die Anerkennung der DDR sprach, die für uns doch ein Thema war, übrigens nicht aus so übergroßer Liebe zur DDR. Ich glaube, um die Stimmung richtig zu verstehen, muss man sich immer erinnern, dass diesen Ulbricht niemand gern hatte und die Mauer hatte natürlich auch niemand gern und fand auch niemand gut. Aber es herrschte natürlich immer der Aberglaube daran, dass die DDR der sauberere antifaschistische deutsche Staat sei und da wir als junge Leute in der Bundesrepublik
eine Stimmung erlebt hatten, in der über die Vergangenheit unserer Eltern, Verwandten und überhaupt der älteren Generation im Dritten Reich nicht gesprochen wurde und nicht gesprochen werden durfte. Gab es so eine imaginierte Sympathie für den vermeintlich in diesem Punkt klareren deutschen Staat? Das Schurkenstück des DDR-Fernsehens griff die Revolte dankend auf. Der Filmspringer im Bordkino seines Privatflugzeugs. Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln. Ich bin nicht blind. Der Mann ist komplett von der Rolle. Die bundesdeutschen Massen, dies suggeriert der Streifen, haben sich gegen ihn erhoben. Die schönen Tage der Macht und des Luxus scheinen gezählt. Wer hat da wohl die Feder geführt? Es gab eine regelrechte Arbeitsgruppe des MFS, der HVA und der Spionageabwehr, die Fragen, die die Filmregisseure und die Drehbuchautoren gestellt haben, abgearbeitet haben. Sie haben Informationen beschafft über die Vergangenheit Springers, über seine leidenden Mitarbeiter. Also um die Figuren anzufüttern, um sie real zu machen, hat die Staatssicherheit das Material beschafft und somit am Drehbuch maßgeblich mitgeschrieben. Das ist die allgemeine Schlag mich tot Methode, alles in der DDR auf die Stasi zu schieben, was einem nicht passt oder so. Nein, das gab es nicht. Die einzige Zusammenarbeit, die es gab, und die war meiner Meinung nach nützlich, uns Material zu besorgen über die Finanzierung und auch über die persönliche Zusammensetzung der verschiedenen Leitungen in den 50er Jahren, als Springer begann. Wie er aufgebaut wurde, von wem er aufgebaut wurde. Da haben Sie auf Quellen der Staatssicherheit zurückgegriffen. Weil ich fand, und das Ministerium für Staatssicherheit hatte in der Hauptabteilung Aufklärung eine Abteilung, die sich mit der Entlarvung von Nazi-Verbrechen befasste. Die göttliche Vorsicht! Also wurde auf Stasi-Geheiß emsig die Nazi-Keule geschwungen. Wirkens dem Großdeutschen Reiche wiedergegeben, die Einführung Österreichs und die Wiedereingliederung der alten Reichslande. Verbürgt ist das braune Gestammel nicht. Aber irgendetwas wird schon hängen bleiben. Die Staatssicherheit verstand sich bekanntlich auf das Streuen dunkler Gerüchte. Das DDR-Fernsehen jedenfalls zeigte Axel Cäsar in den Fängen alter Nazis, zu denen im Film auch der Bankier Hermann Josef Abs zählte. Herr Abs, Moment. Bitte schön, Herr Springer. Sie meinen, wenn bei uns noch mal so eine Art Faschismus sein müsste, dann wird er wenigstens prosemitisch sein. Und das zwangsläufig, weil es bei uns kaum noch Juden gibt. Ich glaube, Sie sind der richtige Mann, dort auch eine Kleinigkeit für mich zu ordnen. Hören Sie genau zu, aber bitte keine Notizen. Generaloberst Mielke wurde über das Drehbuch direkt informiert. Man habe die Sache in der Hand, heißt es in einem Geheimvermerk der Stasi. Da hat uns das Ministerium für Staatssicherheit also geholfen. Ich sehe darin kein Verbrechen, sei denn, man nennt die Rolle des Mossad bei der Ergreifung Eichmann auch ein Verbrechen. Er steht also auf einer Stufe mit Eichmann. Auch die aktuelle Kamera bediente das Feindbild Springer mit Passion. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier zunächst unser Überblick. Wir berichten in unserer Sendung über Polizeiterror in West-Berlin, bei dem gestern Abend ein Student von einem Kriminalpolizisten erschossen wurde. Mit diesem Thema beschäftigt sich auch Karl Eduard von Schnitzler mit seinem Kommentar. Bundesverdienstkreuzträger Axel Cäsar Springer hat es geschafft, meine Damen und Herren. Eine seiner monatelangen Hetzkampagnen hat gestern zum Erfolg geführt. Ein West-Berliner Kriminalpolizist schoss scharf, sein Opfer ein Student. Schnitzlers Kommentar zur Erschießung Benno Ohnesorgs ließ ein kleines Detail unerwähnt. Der Todesschütze Karl-Heinz Kurras war, wie seit kurzem bekannt, nicht nur Westberliner Polizeikommissar, sondern auch hochbezahlter Agent der Stasi. Mörder Springer skandierten die Studenten. Mörder Mielke wäre aus der Rückschau die exaktere Parole gewesen, auch wenn der Staatssicherheitsdienst der DDR vermutlich nicht den Schießbefehl gab. Die Bilder, die damals gesetzt worden sind, funktionieren zum Teil heute noch, wenn Sie mit einschlägig denkenden Menschen über den Springer Verlag diskutieren. Und was denken Sie?
es ist nach wie vor so, dass die Meinung besteht, der Springer Verlag sei eine Manipulationsanstalt im Sinne der herrschenden Verhältnisse. Doch das Feindbild bekommt Risse. Ja, Springers Blätter haben gegen die aufmüpfigen Studenten gewettert, aber so stromlinienförmig wie allgemein angenommen war die Berichterstattung nicht. Im Fall Kurras etwa hat die BZ bereits im Herbst 1967 dessen Entfernung aus dem Staatsdienst gefordert. Einige Kritiker von einst probieren schon mal das Büßerhemd. Ich war mit meinen Sympathien damals deutlich auf dieser Seite, also auf der Seite gegen Springer, innerlich. Was hat sich durch die Lektüre der vielen Akten verändert? Da muss ich teilweise wirklich mein Bild ändern und ihm Abbitte leisten, insbesondere deswegen, weil er der Springer Verlag und seine Leute eben sehr viel konkret getan haben für DDR-Bürger, die in Schwierigkeiten geraten waren, die im Knast gesessen haben, die Schwierigkeiten mit der Stasi hatten. Das habe ich so nicht gewusst. Und da ist schon der Punkt, wo ich auch sagen muss, da war dein persönliches Bild von Springer auch ein bisschen zu negativ geprägt. Gerade wegen des Pressemoguls hartnäckigem und bekennend lautstarkem Einsatz für Menschen, die in der DDR von der Staatsmacht verfolgt wurden, war die Stasi so erpicht darauf, genaueste Informationen aus dem Verlegerbüro in der Kochstraße zu bekommen. So kämpfte Springer etwa in zahllosen Petitionen an die Mächtigen der Welt für Nico Hübner, der 1978 in der DDR verhaftet wurde, weil er den Wehrdienst verweigert und sich dabei auf den entmilitarisierten Vier-Mächte-Status Berlins berufen hat. Am Beispiel der Inhaftierung Hübners ließ sich von Springer das Unrechtssystem in der DDR trefflich entlarven. In Zeitungskampagnen, aber auch in einem Telegramm an den amerikanischen Präsidenten Carter. Was Springer nicht ahnte? Der DDR-Geheimdienst war über all seine Bemühungen stets auf dem Laufenden. Sekretärin Rose gab selbst diese brisanten Dokumente nach Ost-Berlin weiter. Und gefährdete damit den jungen Pazifisten im Knast aufs Höchste. Indem sie diese Informationen über die Bemühungen hinter den Kulissen um die Freilassung Hübners gespielt hat, hat sie ihm natürlich enorm geschadet, weil von diesem Moment an wurde er ja auch für die Staatssicherheit und für die DDR-Justiz ein Faustpfand im Streit mit dem Westen. Die Übergabe der Geheimdokumente in den Osten hatte Folgen. Zumal die DDR nun auch über die von Springer tatkräftig unterstützte Gesellschaft für Menschenrechte Bescheid wusste, die vom Westen aus für die Freilassung von Dissidenten wie Hübner kämpfte. Ost-Berlin reagierte und beauftragte unter anderem Manfred Mohr mit einem Gutachten gegen Hübner. Mohr war Völkerrechtler an der Humboldt-Universität und ehrenamtlicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes der DDR. Von Barmherzigkeit allerdings ließ sich in der Expertise des Juristen wenig spüren. Der gefangene Hübner, der sich hilfesuchend an Springer gewandt hatte, sei ein Verräter der sozialistischen Ideale. Dem Deutschen Roten Kreuz dient Mohr übrigens bis heute als Abteilungsleiter. Wie verträgt sich das mit Ihrem humanitären Engagement? Da bin ich jetzt nicht so auf der Höhe der Fragestellung oder der Zeit, dass ich was wieder genau meine. Das ist die Unterschrift, denke ich. Ups. Da heißt es unter anderem, hinzuweisen ist darauf, dass die Gesellschaft für Menschenrechte ein Sammelbecken solcher Elemente ist, die ihre sozialistische Heimat verraten haben. Also der Text ist mir nicht einheitlich, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wer den produziert hat. Da stehen ja mehrere Unterschriften drunter. Erkennen Sie Ihre Unterschrift wieder? Ja, das waren Dienstvorgänge in der damaligen Zeit offensichtlich, wo ich beteiligt war. Aber das hat
wie soll ich sagen, nicht mit meiner Haltung zum Völkerrecht, zum monetären Völkerrecht zu tun, wie ich sie damals und heute vertreten habe im Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Das würde ich jetzt nicht quasi vermengen wollen, weil es macht für mich keinen Sinn, auch in dem Moment jetzt darüber weiter zu sprechen. Im Gutachten, das sich in den Stasi-Akten findet, heißt es, Hübner pflege einen asozialen, kriminellen Lebenswandel. Dass er 1979 freikam, war nicht zuletzt Springers Beharrlichkeit und einer hohen Valutazahlung zu danken. Mohrs Einlassungen haben zumindest den politischen Stellenwert und damit den Preis für den Freikauf nach oben getrieben. Dieses Gutachten suggeriert, dass die Verbindungsaufnahme, wie das hieß, zu westlichen Presseorganen, insbesondere in diesem Fall zur Welt und zur Morgenpost, Landesverrat ist. Und das Urteil gegen Nico Hübner wurde deswegen auch so hoch gesetzt, weil man ihm ungesetzliche Kontakte, Spionagekontakte zu westlichen Presseorganen vorgeworfen hat und ihn deswegen auch verurteilt hat. Das Schicksal Nico Hübners hat vor 30 Jahren Geschichte geschrieben. Das Ausmaß des Verrats, das mit seinem Leiden einherging, die Rolle der Staatssicherheit im Büro Springers, gerade in diesem Fall, dokumentieren die über 5000 Seiten starken Akten von Rosi und ihrem Romeo aus Ost-Berlin. Das Protokoll einer ebenso hinterhältigen wie bizarren deutsch-deutschen Begegnung. Geizig war die Stasi nicht, wenn es galt, Rosi bei Laune zu halten. Romeo Gerd bekam harte Valuta, um etwa im Westen Schmuck zu kaufen. Gelegentlich tat es auch Meißner Porzellan. Die Stasi hat jede Gabe haarklein aufnotiert. Hätte sie das nötig gehabt für ein paar Teller aus Meißner Porzellanladen und grauenvolle Kunstgegenstände, die sich an die Wand gehängt hat, übelster Kitsch unter uns gesagt, was natürlich auch ihre Privatsache ist, hätte sie das nötig gehabt für so ein paar Geschenke, ihren Arbeitgeber zu verraten und letztendlich auch das Land, was sie aufgenommen hatte und das ihr ja ihren Wohlstand und ihre Freiheit garantiert hat, das ist eigentlich kein wirkliches Motiv. Wer war nur dieser Teufelskerl, der die Vertraute Springers zum Verrat ihres Arbeitgebers anzustiften vermochte? Die Akten dokumentieren, I.M. Gerd, bürgerlich Horst Otto Dressler, hat schon 1965 diese Verpflichtungserklärung für die Stasi abgegeben. Wir haben ihn ausfindig gemacht, tief im Berliner Osten. Ein erster Versuch der Kontaktaufnahme. Guten Tag, WDR. Ich hätte gern Herrn Dressler gesprochen. Was wollen Sie von Herrn Dressler? Wir machen eine Dokumentation über Axel Springer. Ich glaube nicht, dass er Sie da sprechen möchte. Moment mal bitte. Pech für uns. Der alte Geheimdienstmann, mittlerweile 80, versteht es noch immer, sich eines lästigen Lauschangriffs zu entziehen. Aber eigentlich hat er doch nichts mehr zu verbergen. Die Geschichte mit der blonden Rosi ist lang schon verjährt. Also starten wir einen zweiten Versuch. Und haben Glück. Ein bisschen jedenfalls. Was wollen Sie? Hallo, guten Tag. Ich bin auf der Suche nach Herrn Otto Dressler. Bin ich da richtig bei Ihnen? Nee. Ist er nicht Dressler? Er ist doch Dressler. Aber ich bin Dressler. Was wollen Sie denn? Können Sie sich noch an Frau erinnern? Ne? Kann er sich denn gar nicht entsinnen? Ich finde es niedlich, dass Sie sich an euren Wänden lehnen, aber ich wüsste nicht, weil die Wahrheit zusammenhängt. So bleibt uns nur, das geheimdienstliche Treiben der beiden anhand der Agentendossiers zu rekonstruieren. Sie wählten für wahr malerische Ziele. Im Wonnemonat Mai 79 sind sie gemeinsam ins Ostseebad Warnemünde gereist, ins Hotel Neptun, die erste Adresse, wenn auch von der Stasi gründlich verwanzt. Kann es tatsächlich sein, dass die Springer-Chefsekretärin nicht wusste, mit wem sie sich da einließ? Sie war ja eine Chefsekretärin und nicht irgendwie eine ganz unbedarfte, kleine Bürofrau. Sie musste erkennen, dass sie hier von Leuten in die DDR eingeschleust wurde, die erheblichen Einfluss auf das Prozedere hatten. Sie hat einen nachgemachten Ausweis bekommen, den sie selbst unterschrieben hat.
Anders als der gemeine Bundesbürger musste sich Rosi mit schikanösen Grenzkontrollen nicht plagen. Sie wurde durchgewunken und schöpfte, wie sie der Staatsanwaltschaft später erklärte, niemals Verdacht. Zweifel, sagte sie aus, seien ihr auch nicht gekommen, als Gerd mit ihr die Weihnacht 83 hier am Scharmützelsee in einem noblen Anwesen, dem Stasi-Objekt Steg, verbrachte. Der Scharmützelsee, noch so eine Perle in Deutschlands Osten. Die H.O. Fürstenwalde lieferte auf Kostenstelle Mielke Filets, Ananas, Champignons und Badespray. Doch die Sekretärin vermag sich im Nachhinein nicht zu erinnern. Ist das nun Undank oder Amnesie? Andere hätten von den Festtagen am Gewässer mit den weiten Himmeln vermutlich noch nach Jahrzehnten geschwärmt. Und doch, die Sausen mit Gerd sollten Rosi noch teuer zu stehen kommen, wenn auch erst Jahre später. 1993 muss sich die Sekretärin vor Gericht wegen des Verdachts der Agententätigkeit verantworten. Sie ist glimpflich davongekommen. Das Verfahren wird gegen 8.000 Mark Bußgeld eingestellt. Sie beteuert, von ihrem Freund hereingelegt worden zu sein. Ob das die ganze Wahrheit war? So naiv kann sie nicht gewesen sein, dass sie die Bindung dieses Mannes an die Sicherheitsorgane der DDR überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Was die Stasi erlauschte, fand sich in jenem Film wieder, der Springer im DDR-Fernsehen, wie es in den Sendeunterlagen heißt, als, Zitat, journalistische Missgeburt entlarven sollte, als Fall für die Klapse. Wenn Sie mich brauchen, zweimal klingeln bitte. Sie verstehen, in dieser Abteilung haben die Türen keine Klinken. Biografische, aber auch historische Fakten, wie der Besuch Kennedys in Berlin, werden nach Belieben verbogen. Das Protokoll sah vor, dass die Wagenkolonne vor der Tribüne am Springerhaus verharrt, um dem Gast aus Übersee den vollen Genuss der Worte Axel Cäsars zu ermöglichen. Ich habe mein Pressehaus direkt an diese Mauer gesetzt. Aber der Präsident zeigte kein Verständnis für die eingeplante Pause. Ich gelobe Ihnen, Mr. Wie muss der Mann die Meinungsmacher der DDR geärgert haben? Rund 10 Millionen Ostmark hat das monströse Projekt verschlungen. Am Ende hatte der Zuschauer immerhin begriffen, das Singen sollte Cäsar besser bleiben lassen. Die letzte Folge über den Äther gegangen, ließ es sich der reale Springer nicht nehmen, das Werk in einer Privatvorführung zu bestaunen. Ich will es nicht überbewerten. Gefällt Ihnen denn der Springer-Darsteller? Ja, ich fand ihn gar nicht so schlimm aussehen, wie ich gedacht habe. Also, ich bin also einigermaßen beruhigt, aber meine anderen Herren habe ich nicht wiedererkannt, die da. Er hat auch diese Attacke der Staatssicherheit ziemlich gelassen überstanden. Was haben Mielkes Schlapphüte nicht alles unternommen, um den Mann und seine Redaktionen auszuforschen, zu unterwandern, bloßzustellen als Fratze des Kalten Kriegs? Welch ein Verschleiß an Energie, Geld und an Aktendeckeln vor allem. Sehr viel herausgekommen ist am Ende nicht. Von dem Geheimdienst der DDR blieben Berge von totem Papier. Der Medienkonzern ist heute mächtiger denn je. An Axel Cäsar Springer ist die Stasi recht erbärmlich gescheitert. Das ist beinahe ein Happy End.